Ja, vielen Dank, Frau Kollegin Klaus. Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Kollege Richter. Bitte schön. 15 Minuten plus Oppositionszuschlag. Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Situation in unserem Land hat sich dramatisch verändert und ist auf vielen Ebenen kritisch geworden. Wir befinden uns sowohl politisch als auch ökonomisch in einer solch brisanten Lage, dass wir zwingend Lösungen für die derzeitige Krise dergestalt erarbeiten müssen, dass die Bevölkerung diese sowohl akzeptiert als auch die ökonomische Basis nicht weiter geschädigt werden darf oder gar zerstört wird, auf der der Wohlstand unserer Gesellschaft aufbaut. Ökonomisch ist die Situation sogar katastrophal und wird sich auch so schnell nicht durch Lockerungen der bisherigen Maßnahmen verändern. Denn ein großer Teil unseres Mittelstandes, bereits vor der Krise durch staatliche Abgaben und Reglements massiv belastet, steht nun vor einer bedrohlichen wirtschaftlichen Situation. Das betrifft sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber und Soloselbstständige. Durch diese, und das muss ich leider sagen, auch von der Regierung herbeigeführte und mitzuverantwortende ökonomisch schwierige Situation wird es zu erheblichen Steuerausfällen kommen, die gerade auch die kommunalen Selbstverwaltungen dazu zwingen werden, ihre Gewerbe- und Grundsteuern anzuheben, was die Bürger in ihrer Belastung weiter enorm erhöht. Die Stimmung in der Bevölkerung verschlechtert sich zunehmend. Und ja, wir als AfD werden darüber sprechen, dass die Regierungsparteien ebenso wie die anderen Oppositionsparteien, die ja Monate Januar und Februar im Dornröschenschlaf völlig verpennt und ignoriert haben, was da auf uns zukommt. Es gab keine einzige Anfrage, keinen einzigen Antrag zu COVID-19 und zu dem neuen Virus von der Regierung oder von der Oppositionspartei im Januar und Februar. Können Sie nachschauen. Ganz abgesehen davon, dass insbesondere Damen und Herren der Regierungsparteien sich über unsere frühzeitig geäußerte Besorgnis und entsprechende Anfragen zur Corona-Entwicklung missachtend geäußert haben. Komme ich nachher noch einmal zu, Herr Bellino. Bleibt nicht unbestraft. Wir werden auch immer wieder darauf hinweisen, dass Sie in dieser Anfangszeit die notwendigen Maßnahmen nicht ergriffen haben, die einen Lockdown durchaus hätten verhindern können. Wenn seitens der Regierungsparteien eine Viruserkrankung, und das war im Januar und Februar so, verniedlicht und wieder einmal jeder in die rechte Ecke gestellt wurde, der davor warnte, muss schon klar zum Ausdruck gebracht werden, dass ein durchaus großer Teil der heutigen Situation exakt darauf zurückzuführen ist. Denn nachdem die Regierungsparteien ihre Meinung geändert hatten und feststellten, dass sie ja nicht genug Schutzmaterial zur Verfügung haben und sie reagieren müssen, handelten sie sehr stark aktionistisch, und man konnte durchaus den Eindruck gewinnen, dass damit vom Unvermögen des Handelns der ersten Wochen abgelenkt werden sollte. Die Art und Weise, Andersdenkende zu verunglimpfen, änderte sich wiederum nicht. Lediglich die Argumente wurden um 180 Grad gedreht, und es dürfte einmalig in der deutschen Geschichte sein, dass diese seitens der Medien noch als schnelle und verantwortungsvolle Handlungen gelobt wurden und auch heute so als schnelle Handlungen ausgesprochen wurden. Dem war nicht so. Der Regierungseinfluss auf die öffentlich-rechtlichen Medien ist fast in jeder Meldung zu erkennen. Mal offensichtlich, mal unterschwellig, aber immer präsent, um die Regierungsmeinung unter das Volk zu bringen. Heute stehen wir vor der Herausforderung, sowohl die Pandemie einzugrenzen als auch die Menschen politisch dergestalt anzusprechen, dass sie nicht vollends jegliches Vertrauen in die Politik dieses Landes verlieren. Wir haben freie Presse, aber auch dazu komme ich noch. Denn wie sollen Menschen, Regierungsparteien und Fachleuten vertrauen, die zuerst wochenlang aussagen, dass Atemschutzmasken nichts bringen, und dann wenige Wochen später sogar einen vor den Mund gehaltenen Schal noch als wirksam erklären? Wie soll man den Menschen erläutern, dass es eine Kontaktsperre gibt und dann die höchsten Repräsentanten des Landes gedrängt in einem Aufzug stehen und ein Bild abgeben, wo das ganze Land nur noch den Kopf darüber schüttelt? Wie soll da Vertrauen aufkommen? Da können Sie stöhnen, das nennt man Vorbildfunktion. Wenn Sie das nicht kennen, wir kennen es. Wie soll da Vertrauen aufkommen, wenn bei Diskussionen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk die größte Oppositionspartei, und da wären wir bei den freien Medien,
im Deutschen Bundestag nicht vorkommt, Millionen Wähler keine öffentliche Stimme bekommen und sich mehrfach Regierungspolitiker sowie der bayerische Ministerpräsident Söder mit harten und teilweise völlig unsinnigen Maßnahmen zu profilieren versuchen. Herr Bellino, das, was Herr Söder macht, das sollten Sie einmal in der Bild-Zeitung anprangern. Das wäre wenigstens gerechtfertigt, anstatt uns an den Pranger zu stellen, wie wir noch vor allen anderen agiert und nicht einfach nur reagiert haben. Wieso? So, gehen Sie einmal da an die Bild-Zeitung, fände ich sehr gut, wäre auch fair. Ja, natürlich, Sie können ja pressefrei an die Pressefreiheit gehen. Wieso werden kontroverse Diskussionen nicht zugelassen, damit die Menschen in unserem Land aus dem Gespräch von Experten Lehren ziehen können und ihr Verhalten anpassen? Wundern Sie sich tatsächlich noch über Widerstand in der Bevölkerung? Wenn die Menschen in unserem Land rund um die Uhr mit der Situation um eine Pandemie beschäftigt werden, aber zeitgleich auf allen Ebenen die wichtigsten Schutzmaterialien fehlen und eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes besteht, man kaum aber welche bekommt und in der Apotheke und andernorts nur müde angelächelt wird. Na ja, meine Damen und Herren, dann nehmen wir eben etwas aus Stoff, was ungefähr vergleichbar damit ist, als würde man Kondome nicht aus Latex-Kautschuk, sondern aus Jute herstellen. Meine Damen und Herren, wird zwar nichts helfen, aber es ist nun einmal eine Verordnung. Und wenn das so von oben vorgegeben wird, machen wir das eben Sarkasmus aus. Schwachsinn im Quadrat, meine Damen und Herren, und Sie toppen das noch mit einer Ordnungswidrigkeit, wenn man solchen Schwachsinn nicht durchführt. Genau das fördert enormen Unwillen. Genauso wie fehlende Desinfektionsmittel Unwillen fördern, denn es gab nun einmal und es gibt immer noch einen Pandemieplan, und in dem wurde das alles wunderbar festgehalten, was vorrätig gehalten werden sollte. Nun kann man sagen, dies ist Aufgabe der jeweiligen Stellen, also Krankenhäuser und so weiter, aber da macht man es sich zu einfach. Und so hat die Politik auf dieser Ebene nun einmal kläglich versagt, haben Sie auch im Januar und Februar kläglich versagt. Das ist Vergangenheit. Wir müssen jetzt Gegenwart und Zukunft gestalten, und dazu gehört es, möglichst rasch und umfassend aus allen Einschränkungen herauszukommen, die unserem Land weiter nachhaltigen Schaden zufügen. Und dazu gehört mit Sicherheit die Lockerung der Maßnahmen in allen Wirtschaftsbereichen. Wir sind ein erfindungsreiches und sehr innovatives Völkchen. Nur manchmal lässt der Staat das nicht so richtig zu, da die Politik dazu neigt, zu reglementieren, anstatt auf Freiwilligkeit zu setzen. Und so müssen wir augenblicklich mit etwas beginnen, was so ziemlich keiner von Ihnen wahrscheinlich auf dem Schirm hat, Vertrauen in die Politik schaffen. Wenn die Menschen in unserem Land beginnen, kein Vertrauen mehr zu haben, die Medien dazu schreiben, dass die Stimmung kippen würde, werden wir in der jetzigen Situation in ein gesellschaftliches Desaster hineinlaufen. Um Vertrauen zu gewinnen, müssen zwingend auch wieder öffentlich gegensätzliche Meinungen diskutiert werden. Die Diskreditierung von Ärzten und Menschen, die sich auch mit einer abweichenden Meinung zu gängigen Vorstellungen mit der Thematik beschäftigen, kann niemals in einer Demokratie richtig sein. Wovor hat man in der Politik und den meisten Medien denn eigentlich Angst? Davor, dass etwas in die breite Öffentlichkeit kommt, was nicht regierungskonform ist und in den alternativen Medien bereits hoch und runter gespielt wird? Sollte das die Angst sein, dann stellt man ja gar keine Gegenargumente mehr zur Verfügung. Dann gibt es kein Pro und kein Contra mehr, keine Diskussion. Dann spaltet sich die Gesellschaft nur noch in diejenigen, die den Mainstream-Medien glauben, und jenen, die den alternativen Medien glauben. Nur Wissen wird am Ende niemand etwas. Das ist die schlimmste aller Welten, meine Damen und Herren, wenn eine Industriegesellschaft beginnt, sich über Glauben und nicht über Wissen zu definieren. Diese Spaltung der Gesellschaft, die derzeit stattfindet, scheint weitaus stärker und prägnanter als im Jahr 2015 und den darauffolgenden Jahren. Und nein, Herr Bellino, wir leben nicht in China, wir leben in Deutschland. Vielleicht sollten Sie einmal in die Foren reinschauen, was in unserem Land los ist. Das würde helfen, zu verstehen, was ich gerade gesagt habe. Denn aktuell sind die Menschen in ihrer Freiheit eingeschränkt. Sie stehen vor existenziellen Problemen und haben eine große Sorge, davor. Herr Bellino, gut, wir können ja nachher draußen noch ein Gespräch führen. Ich fange noch einmal von vorne an. Denn aktuell sind die, wenn ich das nicht möchte, dann ist ja gut. Denn aktuell sind die Menschen in ihrer Freiheit eingeschränkt. Sie stehen vor existenziellen Problemen und haben eine große Sorge davor, wie wir als Gesellschaft das, was derzeit geschieht, eigentlich finanzieren sollen. Dies ist für viele Menschen zutiefst bedrohlich.
Mit Sicherheit wird auch kein Vertrauen gewonnen, wenn man vor Lockerungen bereits von einer zweiten Welle spricht, die einen erneuten Lockdown notwendig machen würde. Da haben die Menschen in unserem Land nicht mehr zwingend eine besonders große Zuversicht in ihre Zukunft. Und wenn dann ein Politiker der GRÜNEN noch aussagt, dass wir sowieso keine Menschen mehr retten, die nicht länger als ein halbes Jahr zu leben haben, kann niemandem mehr vermittelt werden, was aktuell an Maßnahmen durchgeführt wird. Dabei ist es außerordentlich wichtig, den Menschen zu vermitteln, wie sie mit einfachen Maßnahmen sich und ihre Familien schützen können. Der größte Effekt wird erzeugt, indem das Virus vom Bewusstsein als gewisse Bedrohung angesehen wird und man sein Verhalten dergestalt verändert, dass man weiß, wie dieses Virus sich verbreitet. Und daraus ergibt sich automatisch eine Veränderung des Handelns. Selbstverständlich ohne Panik und Hysterie, die man manchmal im öffentlich-rechtlichen Fernsehen durchaus entdecken kann. Wir haben doch ein Land als hervorragendes Beispiel, wie man mit einem Maßnahmenkatalog der Regierung und zeitgleich mit Disziplin der Bevölkerung dergestalt erfolgreich sein kann, dass dabei weder Menschen sterben noch die Ökonomie nachhaltig Schaden nimmt. Taiwan hat aus der Vergangenheit gelernt und daraus die richtigen Lehren gezogen. Nichts anderes müssen wir tun. Dann können wir die Menschen aktuell ebenso schützen wie in der Zukunft. Wir dürfen nur nicht den Fehler begehen, zu arrogant zu sein und zu denken, dass uns schon nichts etwas anhaben kann und wir einfach weitermachen wie bisher. Wenn wir so agieren, meine Damen und Herren, ähnelt die Situation dem russischen Roulette. Kein Politiker unseres Landes sollte aber die ökonomische Basis unseres Landes oder die Gesundheit der Menschen dem Zufall überlassen. Und ich denke, dass wir uns hierin auch alle einig sind. Wenn wir die Menschen in unserem Land mit wissenschaftlicher Kompetenz immer weiter aufklären, und das beileibe nicht nur durch das RKI oder die Charité und zwei oder drei Virologen, sondern viel breiter, auch mit durchaus kontroversen Forschungsergebnissen, verstehen die Bürger auch wesentlich besser, was um sie herum vorgeht, und sie werden ihr Verhalten natürlich verändern. Keiner hat Interesse daran, zu erkranken. Aber wenn man irgendwann dieses Virus nicht mehr als bedrohlich ansieht, dann verändert man auch sein eigenes Verhalten nicht, und das wiederum würde in den Supergau führen, in einen weiteren Lockdown. Denn genau das wurde ausgesagt, wenn die Fallzahlen steigen, dann würde es einen erneuten Lockdown geben. Dies darf unter keinen Umständen geschehen, denn die Konsequenzen wären dergestalt verheerend, sowohl politisch als auch ökonomisch, dass wir wohl bereits während einer solchen Phase vermehrt demokratische Prozesse und Grundlagen aufgeben würden, die letztendlich zu diktatorischen Maßnahmen führen und einem Leben in einem totalitären Staat entsprechen. Dies kann keiner von uns wollen, und somit müssen die Menschen, auch wenn es in manchen Fällen widerwillig geschieht, sich verändern und anpassen, so wie wir Menschen uns immer neuen Herausforderungen angepasst haben. Dazu benötigen wir Schutzmaterial, welches hilft. Dazu benötigen wir Hygienemittel. Dazu braucht es Hygienekonzepte in allen Bereichen unseres Lebens und ein Selbstverständnis, im verantwortlichen Umgang miteinander Leben zu retten. Letzteres wird manchmal vergessen, wenn davon gesprochen wird, dass ja in Anführungszeichen nur Menschen mit Vorerkrankungen und ab einem gewissen Alter sterben. Dass dies unsere Väter, Mütter, Omas und Opas sind, also diejenigen, die uns großgezogen haben und unser Land unter vielen Mühen aufbauten und ein Anrecht auf unseren Respekt und das Recht auf körperliche Unversehrtheit haben, sollte sich ein jeder vor Augen halten. Wir müssen zwingend den gesellschaftlichen Konsens finden, sowohl unsere Ökonomie als auch unsere Freiheit und das Leben der Menschen dergestalt im Auge zu haben, dass wir jetzt und in zukünftigen Pandemien die Weichen richtig stellen, um für die Bürger unseres Landes eine verantwortungsvolle Politik zu betreiben. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Richter. Nächster Redner ist der Fraktionsvorsitzende der Freien Demokraten, René Rock. 15 Minuten plus die Oppositionsminuten. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Eigentlich hat es mich nicht verwundert, dass der Staatsminister Klose hier eine Rede gehalten hat, völlig ohne Selbstkritik, völlig ohne Beschreibung von Problemen, die zu bewältigen waren, wo die Landesregierung vielleicht doch nicht optimal gelegen hat. Nein, eine Rede
über eine der größten Herausforderungen und Krisen, die wir in Hessen jemals erlebt haben, ohne ein Wort der Selbstkritik, der Erkenntnisgewinnung. Ich will Ihnen einmal, lieber Herr Minister Klose, auf die Sprünge helfen. Sie haben sich hier hingestellt und haben der Altenpflege gedankt. Sie haben der Leistung in den Altenheimen, der Pfleger, der Menschen, die dort engagiert arbeiten, gedankt. Kein Wort der Selbstkritik. Ich will Ihnen auf die Sprünge helfen, Herr Minister Klose. Sie konnten in den Medien verfolgen, ich denke, viele von Ihnen haben es auch getan, Sie konnten verfolgen, wie man Ihre Öffnungsschritte im Hinblick auf Besuchsrechte in Altersheimen gewürdigt hat bei den Menschen, die die Verantwortung dafür haben. Ich zitiere Ihnen aus einem offenen Brief an den Ministerpräsidenten. Zumindest ihm muss er bekannt sein. Der Wohlfahrtspflege und der privaten Anbieter in der Altenpflege, die haben geschrieben, in Sorge um die Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner sowie Pflege- und Betreuungskräfte in unseren Einrichtungen und mit Unverständnis über die Kurzfristigkeit ihrer Entscheidung haben wir Ihre vorgestrige Pressekonferenz zur Öffnung der Pflegeeinrichtungen zur Kenntnis genommen. Das ist die Stellungnahme derer Menschen, die vor Ort tagtäglich mit ihrem Leben einstehen für die Pflege der alten Menschen in unserer Gesellschaft. Das ist deren Stellungnahme. Dazu haben Sie keinen Ton gesagt, Herr Minister, keinen Ton. Und ich will es vielleicht noch einmal hinterlegen, weil es gab jetzt noch einmal von der AWO auch eine Veröffentlichung, die es noch ein bisschen härter formuliert hat. Es ist ein Unding, dass so etwas dienstags angekündigt wird und innerhalb weniger Tage umgesetzt werden soll. Die Träger seien in diese Entscheidung nicht eingebunden gewesen. Aber wir werden mit den Folgen nun alleingelassen. So beschreiben die Pflegeeinrichtungen in Hessen das Krisenmanagement dieser Landesregierung. Kein Wort der Selbstkritik, Herr Klose. Und dann kann ich Ihnen nur sagen, lieber Herr Klose, 50% der Menschen, 50% der Menschen, die gestorben sind, sind Menschen, die in Altenpflegeeinrichtungen gelebt haben. Das ist ein absoluter wichtiger Punkt, wenn wir Leben schützen wollen. Wenn wir konkret Leben schützen wollen, müssen wir uns genau darum kümmern. Und Sie können doch nicht ohne Dialog mit den Menschen, die das umsetzen müssen, hier einfach etwas öffentlich verkünden, was dort dann vor Ort umgesetzt werden kann und muss. Und wenn das nicht ordentlich umgesetzt werden kann, dann wird es Menschenleben kosten. Es wird die Pflegerinnen und Pfleger, die Sie gerade gelobt haben, lebensgefährlich gefährden. Und darum, lieber Herr Minister Klose, ein bisschen mehr Augen öffnen, mehr kommunizieren mit den Menschen vor Ort, die die Krise bewältigen müssen, in den Kreishäusern, in den Pflegeheimen, in den Schulen. Mit denen müssen Sie einmal reden, nicht nur mit Ihrem Ministerium. Mit den Menschen vor Ort müssen Sie reden. Dann kriegen Sie auch einmal ein klares Bild, wie es in unserem Land wirklich aussieht, Herr Minister Klose. Ihre Form der Politik, das haben wir ja schon in anderen Bereichen gesehen, Ihre Form der Politik, im Elfenbeinturm zu sitzen, Vorlagen Ihres Ministeriums zu lesen und einfach die Realität auszublenden, das verspielt Vertrauen in diesem Land. Ändern Sie endlich diese Art der Politik. Die Corona-Krise, diese akute Krise, in der wir davon ausgehen mussten oder Befürchtungen hatten, dass die Situation so eskalieren könnte, dass wir italienische Verhältnisse auch in Deutschland bekommen könnten. Diese Krise konnte abgewendet werden. Diese akute Krise konnte abgewendet werden. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass natürlich weiterhin Vorsicht, Abstand, kluges Verhalten der Bürgerinnen und Bürger notwendig ist, damit diese Krise auch weiter unter Kontrolle bleibt. Aber da sie nun, diese akute Krise, ein Stück weit unter Kontrolle ist, müssen wir auch jedem Bürger und jeder Gruppe in unserer Gesellschaft deutlich machen, wie die Schritte der Normalität aussehen. Und da müssen wir Perspektiven den Menschen aufzeigen. Und auch da, Herr Minister Klose, sehe ich unfassbar viele Leerstellen in Ihrer Rede. Da hätten Sie deutlich mehr leisten müssen. Für uns hier in der Politik, im Parlament, bedeutet mehr Normalität, dass wir hier wieder eine richtige Plenarwoche haben, dass wir Ausschusssitzungen haben, dass dieses Parlament der Regierung wieder auf die Finger schaut. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, es wirkt ja schon. Der Parlamentarismus, die Opposition wirkt.
Und sie wirkt sehr deutlich, wie wir an der Rede feststellen konnten. Letzte Woche wurde uns noch erklärt, dass die Testung von Personen, die nicht nach den Kriterien des RKI durchzuführen wäre, dass das der falsche Ansatz wäre. Heute erklärt der Minister genau das Gegenteil. Dieses Parlament wirkt. Wir müssen mehr testen. Wir müssen mehr testen, und das ist absolut notwendig. Oder ich erinnere mich noch an Veröffentlichungen. Ja, da kann man kein Datum sagen und die Kita zurück. Nein, das geht ja alles gar nicht. Dieses Parlament wirkt. In der Rede von gestern Nacht war noch kein Datum zu sehen. Wir wirken innerhalb weniger Stunden. Und jetzt waren Sie in der Lage, mal wenigstens ein Datum in den Raum zu stellen, wann denn die Eltern hier wieder mit der Beschulung oder mit der Betreuung ihrer Kinder rechnen können. Das Parlament in unserem Land wirkt. Das kann man an dieser Rede deutlich ablesen. Und lieber Minister Klose, also wenn auch das Parlament so ein Stück weit sich auch zurücknehmen musste, weil wir ja auch ganz klar als Freie Demokraten und, glaube ich, hier das ganze Großteil des Parlaments in der akuten Krise gesagt hat, wir stehen zusammen. Für uns sind die Bürgerinnen und Bürger das Wichtigste. Wir vertrauen in diesen paar Wochen, in denen es darauf angekommen ist, dieser Regierung, und geben ihr auch ein Stück weit Rückendeckung und Vertrauen. Das war richtig, das haben wir getan. Aber diese Zeit ist jetzt rum, lieber Herr Klose. Jetzt müssen Sie auch mal liefern, und Sie müssen transparent liefern, dass die Bürgerinnen und Bürger auch wissen, wo geht es hin in unserem Land. Und auch die Gerichte, die haben ja weitergearbeitet. Die Gerichte waren ja weiter für die Bürgerinnen und Bürger da und haben Ihnen ja auch das ein oder andere in Ihr Lastenheft geschrieben, lieber Herr Klose. Und auch dazu haben Sie überhaupt keinen Ton gesagt hier an dieser Stelle. Also die Gerichte haben Ihnen ja schon die zwei wichtigen Dinge in Ihr Lastenheft geschrieben, nämlich das ganz, ganz wichtige Kriterium der Verhältnismäßigkeit Ihrer Maßnahmen und natürlich auch die Gleichbehandlung der Menschen in unserem Land. Und da gibt es natürlich, ich glaube, das kennt jeder in den Verordnungen, unfassbar viele schwer zu erklärende Tatbestände, warum es bei dem einen so ist und bei dem anderen so. Und genau diese beiden Kriterien, die sind entscheidend. Und an denen müssen wir auch die weiteren Maßnahmen abarbeiten, die Verhältnismäßigkeit, und dass wir die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land gleich behandeln. Da werden wir Ihnen ganz genau auf die Finger gucken. Das kann ich Ihnen schon zusagen, Herr Klose. Und lieber Herr Minister Klose, Sie haben hier dieses martialische Bild genutzt, diesen Hammerschlag, dieser Hammerschlag, den Sie hier beschrieben haben. Dieser Hammerschlag, lieber Kollege Klose, der hat Menschen ihren Job gekostet. Dieser Hammerschlag hat Existenzen zerstört. Dieser Hammerschlag ging in die Familien, der ging in unsere Gesellschaft, der hat unfassbare Spuren hinterlassen. Und dieser Hammerschlag, den Sie hier so beschrieben haben, da hätten Sie noch mal ein bisschen mehr ausführen können, an welcher Stelle Sie denn jetzt die Dinge wieder gut machen wollen, die dieser Hammerschlag eben ausgelöst hat. Ich selbst vermeide solche Bilder. Ich würde eher sagen, wir haben kollektive Zwangsmaßnahmen angewendet in der Bevölkerung zu deren Lasten. Und jetzt müssen wir diese kollektiven Zwangsmaßnahmen, die ausgesprochen worden sind, diese kollektiven Zwangsmaßnahmen, die müssen wir beenden. Die kollektiven Zwangsmaßnahmen müssen wir beenden und müssen wir überführen in eine moderne Politik, die smarter ist, die digitaler ist und die klug ist. Diese Politik wird nämlich mit Hilfe der modernen Medizin, der modernen Medien, der modernen Technik hoffentlich in der Lage sein, von diesen kollektiven Maßnahmen, die alle Menschen betreffen, die 6 Millionen Menschen betreffen, wird sie sich verändern zu ganz genauen, zu zielgenauen, effizienten Eingriffen, die genau dort in die Gesellschaft eingreifen, wo eben Ausbrüche der Krankheit sind, wo Menschen betroffen sind von dieser Krankheit, und nicht mehr das ganze kollektive Hessen unter Verdacht stellen, sondern genau das ist der entscheidende politische Fortschritt, den wir jetzt noch weiter umsetzen müssen, damit noch weitere Öffnungen möglich sind. Und Sie als Land Hessen haben hier, Sie als Regierung des Landes Hessens, und wir als Parlament natürlich auch, aber vor allem Sie als Regierung, Sie haben die Verantwortung für das wichtigste Instrument dafür, für das wichtigste Instrument, um künftig wieder zielgenau mit effizienten Eingriffen diese Pandemie zu bekämpfen.
ohne kollektive Zwangsmaßnahmen, sondern zielgenau. Sie müssen den öffentlichen Gesundheitsdienst weiter ausbauen. Die Landräte und die Oberbürgermeister haben in vielen Bereichen in kurzer Zeit Unfassbares geleistet. Dort gibt es Mitarbeiter, die seit Tagen, seit Wochen immer im Dienst sind, die Hervorragendes geleistet haben. Aber das muss weiter aufgebaut werden, der Struktur, weil der öffentliche Gesundheitsdienst, der die, Sie haben es ja in Ihrer Rede selbst gesagt, die Kontaktpersonennachverfolgung betreibt, nämlich dort sagt, hier ist jemand erkrankt, mit dem hat er Kontakt. Und genau die Personen, die müssen dann getestet werden oder in Quarantäne gehen, sodass wir nicht mehr alle in einer Stadt unter Verdacht stellen müssen, sondern nur noch die, die Kontakt hatten tatsächlich mit den Menschen, die erkranken. Und dieses Instrument des öffentlichen Gesundheitsdienstes, da sind Sie verantwortlich. Da müssen Sie all Ihre Kraft draufsetzen, weil das die Grundvoraussetzung ist, dass wir weiter für unsere Bevölkerung, dass wir weitere Lockerungen und dass wir weiter in die Normalität hinüberkommen können. Der öffentliche Gesundheitsdienst ist das entscheidende Instrument, Herr Minister, und da werden wir genau hingucken, und da werden wir Sie auch unterstützen mit klugen Vorschlägen, dass Sie das noch besser machen können. Und wenn Sie so viele Menschen, 6 Millionen Menschen in unserem Land, durch kollektive Zwangsmaßnahmen derart belasten, dann brauchen diese Menschen, um auch weiter diese Maßnahmen zu akzeptieren und umzusetzen, diese Menschen brauchen Licht am Ende des Tunnels. Aber diese Landesregierung ist nicht bereit, dieses Licht am Ende des Tunnels zu finden und den Menschen einfach eine Perspektive zu beschreiben und nicht nur den Kindern, auch selbst den Messebauern, den Gastwirten, all den Menschen, die betroffen sind, all diese Menschen brauchen Licht am Ende des Tunnels, dass sie auch weiter bereit sind, diese Maßnahmen umzusetzen und zu akzeptieren. Und sie finden es nicht. Und wir werden ihnen helfen, dieses Licht zu finden, damit auch unsere Menschen, dass die Menschen in Hessen eine Möglichkeit haben und auch das Gefühl haben, dass sie eine Zukunftsperspektive haben in diesem Land. Und wir haben ja einige Gesetzentwürfe eingebracht in diese Plenarsitzung. Und diese Gesetzentwürfe beschäftigen sich mit für uns wichtigen Themen. Wir würden noch mehr Gesetzentwürfe einbringen in dieses Plenum, aber das werden wir sicherlich auch noch ergänzen. Ich will mal wenige Bereiche herausgreifen. Ich will mal das Thema Wirtschaft herausgreifen. Ein Drittel der Unternehmen ist in Kurzarbeit. 700.000 Menschen in unserem Land. 700.000 Menschen in unserem Land sind in Kurzarbeit, und kein Mensch weiß, wie sich das jetzt in den nächsten Tagen weiterentwickeln wird. Der Flughafen, die Industrie laufen im Leerlauf. Die Herzkammer unseres Wohlstands läuft im Leerlauf. Aber Tausende von Menschen müssen in die Grundsicherung, die sich eigentlich nicht zu Schulde kommen lassen haben. Und es ist tatsächlich so, dass wir ein Versprechen abgeben müssen. Wir müssen ein Versprechen abgeben, dass es auch einen fairen Lastenausgleich gibt, dass die Menschen, die heute für diese Maßnahmen den Preis bezahlen, dass die auch einen fairen Lastenausgleich bekommen, dass am Ende auch die nicht die großen Verlierer dieser Maßnahmen sind. Und darum müssen wir in der Wirtschaftspolitik sehr genau schauen, welche Maßnahmen wir anwenden, dass wir niemand, nur weil er keine große Lobby hat, wie ein Autokonzern, der vielleicht demnächst eine Kaufprämie wiederbekommt, sondern dass auch die einfachen Leute, die betroffen sind von den Verordnungen dieses Landes, dass auch die einen fairen Lastenausgleich erwarten können in der Wirtschaft. Genau diesen Punkt müssen wir nach vorne stellen. Und da haben wir auch einen Gesetzentwurf eingebracht. Da werden wir Ihnen einen Vorschlag machen, den Sie ja dann, wenn Sie klug sind, auch mittragen können. Die Redezeit ist begrenzt. Darum will ich jetzt nur noch ein Krisenfeld aufgreifen, das mir, das wissen Sie, neben der Wirtschaft natürlich ganz besonders am Herzen liegt. Wir haben hier oft diskutiert über das Thema Kinderbildung, frühkindliche Bildung. Dieses Land steuert auf eine Bildungskrise zu, auf eine absolute Bildungskrise. Und das muss, da wir verantwortlich sind als Landespolitiker für die Bildung in unserem Land, originär verantwortlich sind, muss uns das umtreiben. Es darf uns keine Minute Ruhe lassen, dass diese Bildungskrise auf uns zukommt. Die Wirtschaftskrise ist gewiss. Die Bildungskrise bahnt sich an. Und es ist doch ganz klar, dass wir im Bereich Schule die modernsten Mittel einsetzen müssen, um die Beschulung der Kinder sicher umsetzen zu können.
Und natürlich ist das Thema Homeschooling, Digitalisierung, die Frage, wie können wir das umsetzen, eine zentrale Frage. Und natürlich ist es so, dass wenn zu Hause Leistungen erbracht werden, dann müssen diese Leistungen auch einen Wert haben für die jungen Menschen. Weil sonst wird es für die Lehrer sehr schwierig, die jungen Menschen tatsächlich dazu anzuhalten, zu Hause diese Aufgaben zu erfüllen. Und je älter sie sind, umso schwieriger wird es sein, sie anzuhalten, diese Leistungen umzusetzen. Die Frage, die wir uns heute stellen müssen, welche Voraussetzungen müssen wir schaffen, gesetzlich, im Verordnungsbereich, in der Vorbereitung der Schulen, damit es möglich ist, diese Bildungskrise abzuwenden. Und da muss ich einfach wieder sagen, wenn Sie mit den Menschen vor Ort sprechen, wenn Sie mit den Schulleitern sprechen, nicht nur mit dem Schulamt, vielleicht auch mal mit den Schulleitern, und dort eine Rückmeldung bekommen, was die von dem Kommunikationsverhalten dieser Landesregierung halten, was die davon halten, wenn sie freitagsabends eine E-Mail bekommen, dass sie innerhalb von wenigen Tagen die Schule öffnen müssen, ohne dass in dieser E-Mail steht, wie sie das genau machen sollen, dass die Konzepte entwickeln und dann mittwochs eine E-Mail bekommen, wo dann alles wieder anders ist. Was sagen Sie diesen Schulleitern? Wie gehen Sie mit diesen Menschen um, die die Verantwortung für die Gesundheit der Kinder vor Ort haben, die Verantwortung dafür haben, dass die Bildungskrise abgewendet wird, die ihren Lehrerkolleginnen erklären müssen, warum sie und wie sie am besten diese Arbeit vollbringen können? Wo ist die klare Ansage? Gibt es Hauptfächer oder werden Nebenfächer unterrichtet? Wie soll das ablaufen? Der Hygieneplan des Landes schreibt doch im Endeffekt für die Schulen nur vor Seife und Wasser. Das ist doch der Grundsatz, der hier gilt in unseren Schulen als Hygienemaßnahmen, Seife und Wasser. Das ist doch nicht im Ernsthaft ein Konzept, das man so nennen kann. Und von daher, bitte, bitte tun Sie mehr. Ich frage mich oft, und Frau Faeser hat das hier an dieser Stelle auch gemacht, wo sind die Vorbereitungskonzepte, wo sind die Vorbereitungen, um die Normalität wieder stückweise gewinnen zu können? Und jetzt komme ich zu meinem Lieblingsthema der Kita. Die jungen Menschen in unserem Land, ob sie Migrationshintergrund haben, ob sie, egal wo sie herkommen, aus einer Großstadt kommen, aus einem ländlichen Raum, für die ist die Kita eine Bildungseinrichtung. Und es ist eine Bildungseinrichtung, die diese jungen Menschen für das Leben auch vorbereiten kann, die viele Dinge übernimmt, die Familien bis jetzt oder früher geleistet haben. Diese Bildungseinrichtungen, die müssen doch auch den jungen Menschen wieder zugänglich gemacht werden. Und wenn ich mir überlege, dass in dieser Regierungserklärung drinsteht, dass Sie jetzt Gespräche mit den Kitas aufnehmen wollen, jetzt, was hat Ihre Abteilung denn die ganze Zeit gemacht? Warum reden Sie denn nicht längst mit den Kitas? Warum haben Sie das nicht längst vorbereitet? Warum haben das andere Bundesländer gemacht? Und ich muss wirklich an dieser Stelle manchmal mir, auch wenn man sich nicht ins Gesicht greifen soll, manchmal an den Kopf greifen. Sie sagen hier, na ja, wir müssen mal mit den Kitas reden, weil es ist ja so, die Kinder werden ja schlecht mit dem Abstand und so. Es gibt doch längst ein Papier. Es gibt ein abgestimmtes Länderpapier, und da steht genau zu dem Thema was. Es ist doch klar, dass die Kinder in der Kita keine Abstandsregeln einhalten können, sondern dass das auch gar nicht gewollt ist, sondern dass man die Gruppen anpasst, dass man testen muss. Das steht doch alles schon fest. Das ist doch schon da. Warum ist Ihnen das nicht bekannt? Warum tragen Sie das hier nicht vor? Und warum sagen Sie uns nicht klipp und klar, ab wann wollen Sie denn endlich auch wieder den regulären Kita-Betrieb anfangen? Das ist doch nicht zu glauben, wie Sie hier auftreten. Ich kann für die Freien Demokraten nur sagen, wir werden Ende der Woche ein Konzept vorstellen zu der Frage, wie können wir die Kitas. Ja, es wäre schön, die Landesregierung würde es machen. Dann würden wir uns einfach hinsetzen und würden es kritisieren. Das ist viel einfacher. Das ist viel einfacher. Aber da Sie es nicht machen, werden wir es tun. Und das werden wir auch in anderen Bereichen zu handhaben. Wir haben es in einem Bildungsgesetz hier gemacht, in einem Wirtschaftsgesetz. Wir werden deutlich machen, dass man mehr machen kann, wenn man das nur will. Und als Fazit, liebe Landesregierung, lieber Herr Klose, wir Freie Demokraten vertrauen den Bürgern. Wenn wir in einer freien Gesellschaft den Bürgern erklären, warum sie die Maßnahmen umsetzen müssen, diese kollektiven Zwangsmaßnahmen umsetzen müssen,
dann haben wir den größten Erfolg, wenn wir sie mitnehmen können, wenn wir ihnen erklären können, warum sie das machen sollen. Wir leben nicht in einem China, wo man Türen zuschweißen muss, damit die Leute im Haus bleiben, wo Regierungen scheinbar Daten und Fakten verschleiern, um maßgeblich daran teilhaben, dass diese Pandemie überhaupt erst so groß werden konnte. Wir leben in einer freien Gesellschaft. Dazu gehört der öffentliche Diskurs, das ganz klare Diskutieren von Herausforderungen und Lösungen. Und das wollen wir tun. Wir wollen die Mängel Ihres Krisenmanagements öffentlich machen, nicht um Sie zu ärgern, sondern dass Sie besser werden, dass Sie Bürgerinnen und Bürgern eben besser vorbereitet sind, dass die Kitas besser vorbereitet sind, als Sie es bei den Schulen und bei den Pflegeheimen gemacht haben. Das ist unser Anliegen, und darum kritisieren wir das. Und ich glaube, das werden auch alle Bürger einsehen, dass das der richtige Weg ist, in einer offenen Gesellschaft die Probleme anzusprechen, damit man sie abstellt. Das ist unser Ziel. Herr Kollege, Sie müssten so langsam zum Ende kommen. Vielen Dank, Herr Präsident. Mein letzter Satz. Wir haben erklärt, dass wir ganz normale Regierungs- und Oppositionsarbeit hier im Landtag jetzt wieder vorfinden werden. Dennoch sind wir immer noch in einer Krise. Und darum biete ich auch hier weiter konstruktive Zusammenarbeit in herausfordernden Momenten an. Ich bin auch immer bereit, über Fristen zu reden, Dinge, die vielleicht notwendig sind, hier gemeinsam zu machen. Aber stellen Sie sich darauf ein, die Opposition guckt Ihnen wieder auf die Finger, und das ist auch gut so. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. Nächste Rednerin für die Fraktion DIE LINKE ist deren Vorsitzende, Frau Kollegin Wissler. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Beginnen möchte ich mit einem Dank an all die Menschen, auf deren Rücken diese Krise besonders lastet und die gerade Großartiges leisten. Das sind die Beschäftigten im Gesundheitswesen, die Corona-Patienten behandeln, immer mit der Gefahr der eigenen Ansteckung. Das gilt für die Beschäftigten in den Pflegeheimen, der ambulanten Pflege, in den Heilmittelberufen, die sich mit unzureichender Schutzausrüstung herumschlagen müssen. Und unsere Hochachtung all den Eltern, die seit 7 Wochen ihre Kinder zu Hause betreuen, ihnen Lehrer und Spielkameraden ersetzen und nebenher noch ihrem Beruf nachgehen. Große Anerkennung für diese Leistung. Unsere Solidarität und unser Dank gilt all denjenigen, die die Gesellschaft am Laufen halten, im Lebensmitteleinzelhandel, in den Kitas und Schulen, bei Liefer- und Paketdiensten, den Bus- und den Lkw-Fahrern und an vielen anderen unverzichtbaren Stellen. In dieser Krise werden auf einmal Menschen als systemrelevant anerkannt, die viel zu wenig Wertschätzung erfahren haben, die oft mit mageren Löhnen und schlechten Arbeitsbedingungen abgespeist wurde. Und gerade merken wir, welchen Anteil diese Menschen für das gesellschaftliche Leben haben. Ein großer Teil davon Frauen. Und gerade merken wir, was sie leisten für die Gesellschaft. Das sollten wir nach der Krise nicht vergessen. Denn es ist gut, wenn die Menschen viel Anerkennung erfahren und Dankesworte in Reden. Aber Klatschen hilft nicht bei Infektionsgefahr, und warme Worte zahlen bekanntlich keine Rechnung. Dafür brauchen sie höhere Löhne, allgemeinverbindliche Tarifverträge und gute Arbeitsbedingungen. Man kann eben nicht von Solidarität reden und gleichzeitig von Menschen verlangen, mehr als 12 Stunden am Tag zu arbeiten, Ruhezeiten zu reduzieren und auch noch sonntags im Handel zu arbeiten. Die einmalige Prämie für Pflegekräfte ist ja bereits ein Eingeständnis, dass man bisher zu wenig bezahlt hat. Und diese Berufe müssen dauerhaft aufgewertet werden. Es war ein Fehler, das Gesundheitssystem neoliberal auf Kante zu nähen. Die mangelnden Investitionen in die Krankenhäuser, die Privatisierung, die Krankenhausschließungen, die Einführung der Fallkostenpauschalen, all das rächt sich. Die Ökonomisierung des Gesundheitssystems hat dazu geführt, dass Krankenhäuser wirtschaftlich arbeiten müssen, und das geht zulasten der Beschäftigten und der Patienten. Dazu, Herr Minister, haben Sie leider gar nichts gesagt, ob das nicht auch Lehren sind, die man nach dieser Krise ziehen müsste. Seit Jahren haben Beschäftigte auf diesen Notstand hingewiesen. Seit Jahren kämpfen Pflegekräfte und Verdi um bessere Bedingungen, um Entlastung und Personalmindeststandards. Das Fallpauschalensystem, das gerade eine klaffende Lücke in die Krankenhausfinanzierung reißt, weil Operationen wegen der Pandemie vorsorglich abgesagt wurden, das muss abgeschafft werden. Krankenhäuser gehören in die öffentliche Hand, und sie müssen bedarfsgerecht finanziert werden. Und all denen,
Und da gucke ich gerade in Richtung der FDP, die gerade nach schnellen Lockerungen rufen und angesichts der vergleichsweise niedrigen offiziellen Infektionszahlen in Deutschland behaupten, die Maßnahmen der letzten Woche wären vielleicht doch etwas übertrieben gewesen. Denen empfehle ich mal, doch noch einmal einen Blick auf die Bilder aus Italien zu werfen und sich diese Bilder vor Augen zu rufen. Lieber viele leere Intensivbetten als zu viele Intensivpatienten. Wenn man gute Brandschutzvorkehrungen trifft und das dann ein Jahr nicht brennt, diskutiert man auch nicht darüber, sie wieder abzuschaffen. Und Deutschland hatte diese dramatische Entwicklung von Italien fast zwei Wochen Vorwarnung, um sich vorzubereiten und um die Infektionskurve abzuflachen. Das ist gelungen, zunächst. Der Lockdown war grundsätzlich richtig, auch wenn wir einige Maßnahmen, insbesondere im Bereich der Grundrechtseinschränkungen, kritisiert haben. Aber die Zeit wurde nicht genutzt, um ausreichend Schutzkleidung zu produzieren, um Hygienepläne zu entwickeln, die Testkapazitäten so auszuweiten, dass wirklich flächendeckend getestet werden kann. Ja, die Zahl der Intensivbetten wurde deutlich erhöht, aber an anderer Stelle ist zu wenig passiert. Und es ist mir ehrlich gesagt unbegreiflich, warum es in einem der wichtigsten Industrieländer der Welt nicht möglich ist, innerhalb von 2 Monaten dafür zu sorgen, dass Schutzkleidung und Tests in ausreichender Anzahl zur Verfügung stehen. Und selbst wenn wir Unternehmen zwingen, dazu diese zur Verfügung zu stellen, das muss doch möglich sein in einem so hochentwickelten Industrieland, meine Damen und Herren. Noch immer werden Menschen mit eindeutigen Symptomen Tests verweigert. Noch immer wird nicht flächendeckend und verdachtsunabhängig getestet, ja nicht mal in der Pflege und im Gesundheitssektor. Und Herr Minister, Sie behaupten, es gäbe stabile Lieferketten. Dann stellt sich die Frage, warum so wenig Schutzmaterial in den Arztpraxen und in der ambulanten Pflege ankommen. Gerade dort fühlt man sich doch alleine gelassen von der Landesregierung. Und das Schlimmste. Durch die nicht nachvollziehbaren, teilweise nicht nachvollziehbaren Beschlüsse der letzten Tage sind wir gerade dabei, die Erfolge bei der Eindämmung der Pandemie, die mit so vielen Härten und Entbehrungen verbunden war, zu gefährden. Experten warnen vor einer zweiten Infektionswelle, die noch verheerender ausfallen könnte. Sicher, das Herunterfahren war einfacher als das Öffnen, aber hier stimmen die Prioritäten gerade nicht. Im Bund, aber auch in Hessen. Gewonnene Spielräume zur Lockerung wurden vor allem für die Bereiche genutzt, die die stärkste Lobby haben und die am lautesten auf sich aufmerksam gemacht haben. Autohäuser dürfen öffnen, Shopping-Malls auch. Und gleichzeitig wird den Menschen gesagt, bleibt doch am besten zu Hause. Der Spitzensport darf trainieren, der Breitensport nicht. Die Kontaktsperre endet an den Betriebstoren, während private Demonstrationen eingeschränkt sind. Die Weiterführung Ich hätte auch noch ein Büro. Das glauben wir sofort. Das glauben wir sofort. Und eine Trillerpfeife. Ich habe gedacht, ordentliche Gewerkschafter bräuchten. Okay. Das ist für den Vertreiber. Die Weiterführung der Fußball-Bundesliga steht im Raum, während aktuell nicht mehr genug Testkapazitäten für medizinisches Personal zur Verfügung stehen. Und ich finde, diese Geisterdebatte um die Geisterspiele, muss ich ganz ehrlich sagen, die geht wirklich an den Sorgen und Nöten der meisten Menschen völlig vorbei. Eltern, denen vom Sozialministerium letzte Woche noch mitgeteilt wurde, es sei nicht erwünscht, dass mehrere Familien sich zur Kinderbetreuung zusammenschließen, die einzige Möglichkeit, dass Kinder Austausch untereinander haben und Eltern ihrer Arbeit nachgehen können, die reiben sich doch verwundert die Augen, dass ab dieser Woche Nagelstudios, Massagesalons, Tätowierstudios und Hundesalons wieder öffnen dürfen. Natürlich muss man die Existenzängste in all diesen Bereichen ernst nehmen, ebenso wie in der Gastronomie, im Tourismus und in allen anderen stark betroffenen Bereichen. Und deshalb brauchen wir ja Hilfsprogramme, wir brauchen ein Pandemieübergangsgeld, weil man in vielen dieser Jobs eben nicht ausreichend Abstand halten kann und Schutzausrüstung nun mal Mangelware ist. Es ist willkürlich. Musikunterricht ist wieder erlaubt für bis zu 5 Personen, aber im Park darf man nur zu zweit sein. Das ist willkürlich und aus virologischer Sicht unlogisch, und das untergräbt auch die Akzeptanz der Beschränkungen. Und zudem kamen diese Beschlüsse viel zu kurzfristig. Wenn man freitags erklärt, welche Bereiche montags wieder öffnen dürfen, ist das viel zu kurzfristig, meine Damen und Herren. Und viele der beschlossenen Lockerungen
folgen kurzfristigen wirtschaftlichen Interessen und gefährden die Gesundheit und das Leben von Menschen. Aber auch aus wirtschaftlicher Sicht ist es gefährlich oder zu forsch, um es mit den Worten der Kanzlerin zu sagen. Denn noch schädlicher als eine länger anhaltende Kontaktbeschränkung wäre doch, dass wir jetzt eine Lockerung machen, um dann eine noch länger anhaltende Kontaktbeschränkungsphase wieder einleiten zu müssen. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir jetzt einen kleinen Spielraum zur Öffnung haben, um eine weitere Infektionswelle zu vermeiden, dann muss man sich doch fragen, was gerade Priorität hat. Und ich kann die Existenzängste in vielen Branchen nachvollziehen. Und ich kann auch den Wunsch nach Normalität nachvollziehen. Aber gegen finanzielle Not gibt es ein Mittel, Geld. Der Staat kann und muss mit Geld helfen, mit viel Geld helfen, wie er es in der Bankenkrise auch getan hat. Es gibt aber kein Mittel, um zu kompensieren, dass Kinder über lange Zeit keinen Kontakt zu anderen Kindern haben, dass sie in beengten Wohnungen mit heimarbeitenden Eltern eingepfercht und in ihrer Entwicklung gefährdet sind. Und deshalb sollten die existierenden Spielräume zur Lockerung im Interesse der Kinder und Familien genutzt werden und nicht im Interesse von Autohäusern und der Fußball-Bundesliga verschleudert werden, meine Damen und Herren. Schauen Sie sich doch an, was Eltern leisten in den letzten 7 Wochen. Die spielen mit ihren Kindern, die lesen vor, die erledigen Schulaufgaben und ganz nebenbei gehen sie ihren Jobs nach. Wer glaubt, dass sich Vollzeitberufstätigkeit in Heimarbeit und Kinderbetreuung vereinbaren lässt, der hat doch beide Tätigkeiten nicht verstanden. Wie soll man denn telefonieren, wenn das Baby schreit? Viele Eltern stehen morgens um 5 Uhr auf, damit sie 2 Stunden Zeit haben, bevor sie das Frühstück machen und arbeiten abends, wenn die Kinder im Bett sind, damit sie irgendwie ihr Pensum bewältigen. Das hält doch keiner auf Dauer aus. Und das hält man auch nicht aus, gerade nicht aus, wenn man mehrere Kinder hat oder alleinerziehend ist oder einer auswärts arbeitet. Eltern brauchen Möglichkeiten zur Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Und sie brauchen zumindest zeitweise Betreuungsangebote in Kleinstgruppen, damit Kinder wieder unter Kindern sind, insbesondere Einzelkinder. Wir brauchen kreative Lösungen wie Spielangebote im Freien, um Kindern und Eltern regelmäßige Angebote zu ermöglichen und Erzieherinnen und Kinder bestmöglich zu schützen. Und Herr Minister, wenn Sie heute sagen, es sollten sich jeweils 2 Familien zusammenschließen zur Kinderbetreuung, ist das nach 7 Wochen ganz schön wenig. Und das haben doch die meisten Familien aus der Not heraus sowieso schon getan, weil es gar nicht anders ging. Und auch die Schulen wurden ziemlich alleine gelassen von der Landesregierung. Die reale Situation wird doch weitgehend ausgeblendet, wenn man sich den Zustand der Schultoiletten, den Mangel an Waschbecken anschaut. Trotzdem sollen jetzt wieder mehr Kinder beschult werden. Und das ist doch eine fatale Situation von Eltern, die jetzt entscheiden müssen, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken und damit gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen und Bildungschancen wahren, oder eben nicht, um auch für sich selber die gesundheitlichen Risiken zu minimieren. Ein Milliardenprogramm zur Sanierung der Schulen und der hygienischen Standards, zur Verbesserung der digitalen Ausstattung und zur Verkleinerung von Schulklassen ist seit Jahren überfällig. Homeschooling wird die sozialen Benachteiligungen im Bildungssystem weiter verstärken. Denn dessen Erfolg hält maßgeblich davon ab, ob Eltern zeitlich und inhaltlich in der Lage sind, zu helfen. Viele Kinder haben doch nicht einmal ein eigenes Zimmer und Raum zum Lernen. In vielen Familien gibt es einen Computer oder vielleicht auch gar keinen Computer. Welche verbindliche, inhaltliche und technische Unterstützung erhalten diese Kinder, damit sie nicht als große Verlierer aus dem Homeschooling zurückkehren? Hier passiert viel zu wenig, und das gilt auch gerade für Kinder mit Behinderung und mit besonderem Förderbedarf. Über die redet nämlich im Moment leider fast niemand, meine Damen und Herren. Auch und gerade in dieser Krise zeigen sich die sozialen Unterschiede deutlich. Zu Hause bleiben lässt sich im Einfamilienhaus mit Garten einfach leichter ertragen als in der beengten Stadtwohnung mit 2 Kindern. Und vielerorts nehmen Konflikte und häusliche Gewalt zu. Wir brauchen Schutzräume für Frauen und Mädchen. Wir brauchen eine bessere Ausstattung der Jugendämter bei der Betreuung von Familien und gerade der aufsuchenden sozialen Arbeit. Ja, und immer mehr Menschen machen sich Sorgen um ihre ökonomische Existenz, weil das Kurzarbeitergeld einfach nicht reicht zum Leben. Und deshalb ist auch eine Erhöhung und eine sofortige Erhöhung des Kurzarbeitergelds auf 90% nötig. Und auch der Hartz-IV-Satz muss erhöht werden, mindestens um 200 €, weil doch für viele jetzt die Angebote der Tafeln, was sowieso schon ein himmelschreiendes Unrecht ist, dass es einem so reichen Land Tafeln geben muss, damit Menschen sich ernähren können. Aber dieses Angebot fällt weg, und deswegen brauchen wir auch höhere Hartz-IV-Regelsätze. Das BAföG für die Studierenden muss erhöht werden, die Bezugsdauer verlängert werden.
Viele haben ihre Minijobs verloren, viele können ihre Miete kaum zahlen. Und der Hilfsfonds der Landesregierung von 250.000 € für 260.000 Studierende in Hessen war zwei Stunden nach dem Start erschöpft. Die maximale Summe von 200 € reicht nicht einmal für eine Monatsmiete. Und das Bundeskreditprogramm bedeutet ja einen weiter steigenden Schuldenberg bei Studierenden, während Unternehmen Millionenbeträge rückzahlungsfrei erhalten. Wir brauchen ein Pandemieüberbrückungsgeld, das die Existenz von Kleingewerbetreibenden, von Freiberuflern, von Kulturschaffenden, Taxifahrern, entlassenen Minijobbern aus der Gastronomie und vielen anderen sichert. Wir werden morgen noch einmal ausführlich über die Frage von Wirtschaftshilfen diskutieren. Deshalb an der Stelle nur so viel. Die Soloselbstständigen sind bei den Soforthilfen durch das Gitter gerutscht. In einigen Bundesländern wurden Regelungen gefunden, in anderen nicht und in Hessen leider nicht. Kunst und Kultur, gerade Kunst und Kultur, sind für diese Gesellschaft elementar wichtig. Herr Minister, Sie haben im Wesentlichen dazu gesagt, dass Ihnen Kultureinrichtungen auch fehlen. Das finde ich ein bisschen wenig für einen Sozialminister. Weil es kann nicht sein, dass wir Künstlerinnen und Künstler jetzt einfach in die Grundsicherung schicken, statt ihnen zu helfen, wenn wir doch so vielen anderen auch helfen. Wenn wir wollen, dass die vielfältige Kulturlandschaft überlebt, brauchen wir Hilfsprogramme. Es ist eine Frage der Prioritäten. Es ist eine Schieflage, wenn bei den Geldspritzen an Großunternehmen die Milliarden locker sitzen und schon wieder über Abwrackprämien geredet wird, aber ein paar Tausend Euro Soforthilfe für Solo-Selbstständige bürokratische Regeln im Wege stehen. Und das zeigt doch, es ist doch Geld da. Es gab noch nie so viel privaten Reichtum in Deutschland. Während sehr viele Menschen existenzlos sind, schwimmen doch andere im Geld. Das reichste 1% der Bevölkerung besitzt ungefähr ein Drittel des Vermögens im Land. 45 Deutsche besitzen so viel wie die arme Hälfte der Bevölkerung. Und wenn diese Gesellschaft in der Krise nicht noch weiter in die Schieflage geraten soll, dann dürfen die Kosten der Krise nicht auf die Mitte und die Armen abgewälzt werden. Wir brauchen eine einmalige Corona-Vermögensabgabe zur Krisenbewältigung von den Superreichen. Und um der Krise entgegenzusteuern, ist es notwendig, sich von der Schuldenbremse zu verabschieden und stattdessen ein Zukunftsinvestitionsprogramm für Klimaschutz und soziale Infrastruktur aufzulegen. Und an der Stelle ein Lob an die Kommunen, die vieles in Eigenregie gemacht haben und viele Probleme gelöst haben. Aber wo bleibt denn das Land mit der Garantie und Zusage, dass die kaputtgesparten Kommunen nicht auf den Kosten sitzen bleiben? Angesichts wegbrechender Gewerbesteuereinnahmen wäre eine solche Garantie, eine solche Zusage des Landes unverzichtbar, meine Damen und Herren. Wir müssen alle Menschen schützen, unabhängig vom Pass. Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften müssen vor Ansteckung bewahrt werden. Alle Abschiebungen müssen sofort ausgesetzt werden. Und der Abschiebeknast in Darmstadt-Eberstadt muss geschlossen werden. Es kann doch nicht sein, dass da seit Wochen und Monaten Menschen sitzen, die in diesem Abschiebeknast sitzen, die nichts getan haben und dort seit Wochen festsitzen, meine Damen und Herren. In den Flüchtlingslagern an den EU-Außengrenzen sind die Zustände dramatisch. Bund und Länder müssen ihrer Verantwortung nachkommen und mehr Flüchtlinge dort rausholen. Bisher hat Deutschland lediglich 46 unbegleitete Minderjährige aufgenommen, und Hessen 6 davon. Meine Damen und Herren, das ist beschämend wenig angesichts der dramatischen Zustände in diesen Flüchtlingslagern. Und das muss sich ändern. Die Krise darf nicht missbraucht werden, um Grundrechte auszuhebeln oder umstrittenen Überwachungsmaßnahmen den Weg zu bahnen. Alle Einschnitte müssen vollständig wieder zurückgenommen werden und dürfen sich nicht normalisieren. Wir wissen nicht, wann diese Krise überwunden sein wird und wie sie unsere Gesellschaft verändert. Keiner weiß derzeit, wie hoch die Summen sein werden, die zur Bewältigung aufgewendet werden müssen. Diese Krise erfordert vor allem eins: Solidarität. Solidarität mit all jenen, die diese Krise besonders hart trifft, gesundheitlich, finanziell und persönlich. Ich warne vor einer Debatte darüber, ob man die Risikogruppen besonders schützt bzw. isoliert und alle anderen, die zumindest statistisch gesehen ein geringes Risiko haben, ernsthaft zu erkranken, weitgehend zur Normalität zurückkehren. Über 20 Millionen Menschen vom weiten Teilen des gesellschaftlichen Lebens faktisch auszuschließen, weil sie alt oder vorerkrankt sind oder eine Behinderung haben, das ist ethisch nicht vertretbar. Und es ist auch praktisch gar nicht möglich. Es ist auch praktisch nicht möglich, nicht in Familien, wo vielleicht der 20-jährige Sohn noch bei den Eltern wohnt, noch bei Pflegekräften oder Sprechstundenhilfe, die tagtäglich mit der Risikogruppe in Berührung sind.
Und auch ein Immunitätsausweis wäre gesellschaftliches Gift. Wir müssen das Virus und seine Verbreitung stoppen, statt die Risikogruppen auszugrenzen, meine Damen und Herren. Gerade in der Not zeigt sich, gesellschaftliches Miteinander darf nicht bestimmt sein von Konkurrenz, Profitmaximierung und Wettbewerb, sondern von Solidarität und Rücksicht. Vieles wird sich grundlegend ändern. Das kann auch eine Chance eröffnen, Wirtschaft und Gesellschaft anders zu organisieren, gerechter zu organisieren. Denn noch immer geht es darum, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist, um es an seinem heutigen 202. Geburtstag mit den Worten von Karl Marx zu sagen. Insofern haben wir es hier in der Hand, ob diese Gesellschaft nach dieser Krise eine bessere sein wird als zuvor. Schließen möchte ich meine Rede mit einem Dank auch an die Beschäftigten in den kommunalen Verwaltungen, in den Ministerien, in den Regierungspräsidien, die in den letzten Wochen Zehntausende von Anträgen auf Soforthilfe bearbeitet haben, und diese vielen Menschen, die bis in die Nacht arbeiten, Tag für Tag und einer ungeheuren Belastung ausgesetzt sind, um auch Beschlüsse umzusetzen, die wir im letzten Landtagsplenum einstimmig hier gefällt haben. In diesem Sinne einen herzlichen Dank an Sie.